sozial und national.
Marky. Marlene Boy, alles klar? Ja, dann komm mal her, Mann, du Lutscher! Das Problem ist, dass Marc nicht meine politische Weltanschauung teile, sondern ein Mensch, mit dem ich seit mehr als 10 Jahren eine persönliche Freundschaft verbindet. Daher halte ich natürlich regelmäßigen Briefkontakt mit ihm und bin über seine Haftbedingungen informiert. Vorgeworfen wird ihm die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Als kriminelle Vereinigung gilt in diesem Staat ein Zusammenschluss von Leuten, die die momentane Staatsform ablehnen oder zu überwinden versuchen. Man hat Sven am 13. März dieses Jahres in den frühen Morgenstunden in seiner Wohnung in Düsseldorf abgeholt und in die JVA Dietz verbracht. Es wurde ihm ein Haftbefehl eröffnet. In der JVA Dietz gibt es aber keine Untersuchungshäftlinge. Aufgrund dieser Tatsache kam er nicht mit anderen Häftlingen zusammen. Er kam in Isolationshaft, ohne Kontakt zu Mitgefangenen. Dies bedeutet für ihn, dass er 23 Stunden alleine in der Zelle verbringen muss. Die eine Stunde Hofgang, die ihm zusteht, muss er ebenfalls völlig alleine verbringen. Ich und andere Freunde bekamen keine Besuchserlaubnis. Lediglich seine Eltern und eine Freundin erhielten eine. Bei allen anderen Freunden wurde sie von der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Briefe erreichen ihn erst nach Wochen oder gar nicht. Einer meiner Briefe wurde sogar beschlagnahmt und als Grund für das Aufrechterhalten der U-Haft verwendet. Ich hatte ihm geschrieben, dass ich eine Geldsammlung für ihn durchgeführt hatte und sogar Kameraden aus den Niederlanden gespendet haben. Dies wurde vom Staatsanwalt als Fluchtgefahr in die Niederlande ausgelegt. Man muss sich diese geradezu grenzenlose Böswilligkeit und Perversität dieser Behauptung vor Augen führen. Eine Geldspende aus dem etwas freieren Ausland wird als Fluchtgefahr ausgelegt. Es wurde und wird von Seiten der Staatsanwaltschaft alles versucht, um den Inhaftierten zu brechen. Der Arbeitsplatz und die Wohnung gingen durch die lange U-Haft verloren. Soziale Kontakte sollen zerstört und die wirtschaftliche Existenz vernichtet werden. Das System setzt auf psychische Zermürbung, unter deren Folgen die Angeklagten ihre politischen Freiheitsideen aufgeben sollen. Menschenrechtler beklagen die Anwendung der Isolationshaft, insbesondere bei politisch Verfolgten, schon lange als eine Art der Folter. Da es sich bei unseren Kameraden aber nicht um systemtreue Linksradikale handelt, sondern um Nationalisten, bleibt ein Aufschrei in den Systemmedien natürlich aus. Stattdessen wird der politisch Verfolgte vom System als Schwerstkrimineller dargestellt. Was hier von Teilen des BRD-Staates gemacht wird, ist Meinungs- und Gesinnungsterror, wie man ihn nur von kommunistischen Diktaturen kennt. Aber das Schlimmste und Verlogenste an diesem Staate, das ist seine Selbstdarstellung nach außen hin. Da werden dann großspurig die Haftbedingungen von Oppositionellen in der Ukraine angeprangert oder die fehlende Meinungsfreiheit in China. Rotzfrech fordert das BRD-System öffentlich andere Staaten auf, die Menschenrechte einzuhalten, während hier in Deutschland die politischen Gefangenen mit Isolationshaft psychisch gefoltert werden. Es wird in diesem Land systematisch eine totale Meinungsdiktatur aufgebaut, eine Diktatur der Plutokraten. Zugelassen sind da nur noch Meinungen, die darauf ausgerichtet sind, das Geld zu vermehren. Alte Männer, die die Macht hier in ihren Händen halten, die beten das goldene Kalb und den Geldsack an, um damit ihr erbärmliches Spießbürger-Dasein zu gewährleisten. Komm mal ran hier. Nein, sing mal für mich, komm. Lust.
Nationaler Sozialismus! Yes! Nationaler Sozialismus! Yes! Nationaler Sozialismus! Yes, yes, yes! Thank you.